Ey, ich wollte in Battle bleiben. Dass die Songs mal von vorne anfangen, ist ein bisschen blöd. Check Compendium. Das hier ist, glaube ich, noch die Musik, die am besten in den Hintergrund passt. Protobass war, glaube ich, Feuer, ne? Ja. Holen wir dich erstmal. Saki mit Tame? Ne, ich brauche mal nicht. Moikane. Schauen wir auch mal. So, jetzt kommen wir nochmal in die Fuse-Sachen rein. Fuse, 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 Fuse. Saki mit Tame. Da habe ich mit Autobus und mit Omoikane nicht zusammen machen. Dann habe ich aber Kusith wieder. Oder Valkyrie. Gibt auch wieder Kusith. Das ist doch. Das ist doch! Valkyrie und Saki mit Tame. Darf mit euch beiden nicht zusammenfusen, weil ich das Level noch nicht habe dafür. Dann machen wir einfach den Kusis. Saki mit Tame mit Omoikane zu Kusis. Let's go. Moment, der ist weak gegen Feuer. Fire Damage. Ice Damage. Was macht denn er denn sonst? Macht Wind Damage, Panic. Increase one ally's defense. Poison Mist. Increases for attack. Decreases one foe's hit evasion. Decreases one foe's defense. Ist light ice damage. Eis habe ich halt schon genug. Evil Touch, Poison Mist. Den physischen habe ich jetzt gar nicht, ne? Fire Damage kann ich hier mit reinnehmen. Für Fire Damage. Will be unable. Ja, no new extra powers, weil wir haben keinen Sun Social Link. So, gib mir mal Buffy wieder zurück. In my greatness I've come to serve. So. Wir haben jetzt immer noch. Ich glaube, Valkyrie brauche ich halt nicht mehr, wa? Sylph haben wir nicht? Haben wir nicht Sylph gemacht vorhin? Haben wir echt nicht. Ein Kusis war eh Wind und das ist auch wieder Wind. Machen wir das doch so. Du bist weak gegen Elektro. Ist Elektro tue ich weak gegen Fire? Wäre, glaube ich, ganz gute Idee. Evil Touch ist 4, ne? Poison All Foes hier. Poison ist Cleave. Die ist Light Physical Damage. Arm Chopper. The Chance of 4, Media. Hardy HP. Decrease Defense ist ziemlich nice. Die dann drei Elemente. Ja, dann Wind, Feuer und Eis als Attacken, wenn ich das hier zusammen mische. So, Hammer Sylph. I'll do my best, so please let me stick around. Okay. The Persona Sylph has emerged from the sea of your soul. So, jetzt haben wir Wind. Wir haben Elektro. Wir haben Eis. Was war das hier? Wir haben Light. Also Licht. Und wir haben Feuer. Ah, falsch. Was fehlt uns denn? Moment. Eis haben wir, Elektro haben wir, Wind haben wir, Light haben wir, Feuer haben wir. Die normalen Elemente haben wir alle. Wir haben kein Darkness. Theoretisch. Achso, wir wollten unsere physische Dinge, die komische Reiterin da. Aber wie hießen die nochmal?
Shit, Eligor, ne? Die wollten wir haben, auf jeden Fall. Die sind nämlich stark gegen physisch. Ja, die will ich auf jeden Fall mal kriegen. So. Jetzt haben wir wieder jede Menge Geld ausgegeben. Von dem, was wir gerade bekommen haben. So, wir speichern auf jeden Fall mal, was wir hier alles gemacht haben. Holy shit, war das viel. Bitte mal rausgehen wieder. Quit exploring. Oh, back home. Yes. Okay, I see you later. Bye bye. Also, da haben wir auf jeden Fall einiges gelevelt heute. Und explored. Wenn Leute hier gemacht, stay at home, worked at home? Wie kann ich denn at home worken? Ich sollte aber heute eigentlich abends den Midnight Channel gucken. Aber heute ist gar kein Midnight Channel, oder? Ja. Dann sollten wir, glaube ich, wieder mal hier knowledgen. Oh, ich bin exhausted, weil ich... Achso, weil ich explored habe. Ich darf auch nicht readen. Ich kann pennen gehen. Das ist ein bisschen lame. Dann soll ich, glaube ich, nochmal rausgehen. You're tired from entering the TV. Okay, ich darf gar nichts mehr tun, außer schlafen gehen anscheinend. Spiel sagt nein. Ich darf höchstens noch Fernsehen gucken. Weather forecast. Morgen wird's gemischt. Eigentlich soll heute Regen sein und es kam kein Regen. Ach nee, das ist für morgen immer. Denn der heutige Tag ist gar nicht drin. Okay. Oh. Good morning. It's raining. It's not going to last past nightfall though. Every time it rained while I was over there, you must have been... Oh, I'm sorry. I didn't mean to be gloomy. I know. Golden Week starts tomorrow, right? Do you have any plans? I'll have a family outing. I'll have a family outing. I see. That must be tough. But at least it looks like we are going to have clear skies all week. It'd be nice if it could stay peaceful like this, but the mystery hasn't been solved yet. Perhaps we should visit over there once in a while, so we can become stronger. Habe ich gestern gemacht, Yukiko. Warst du dabei? Entspann dich mal. Oh, nix vom Unterricht? Ach doch. I'm hearing a lot of chatter about Golden Week, but don't forget that first and foremost you are students. Your duty is to study. You don't have time to fool around, alright? Do not misunderstand what freedom means. It does not mean that you can live without taking responsibility. Even Pythagoras said, as soon as laws are necessary for man, they are no longer fit for freedom. Next order of business, midterms are coming up next week. The result will be posted to humiliate low-scoring losers. If you don't want to be shamed, study hard. It's that simple. If you do well, who knows, you may become a more popular cretin. And you know, popularity leads to intimacy. On top of that, my reputation goes up. It's a win-win situation, people. Like I said, study hard. You listen to the lecture intently. Your knowledge has increased. Oh, ich kriege einfach Knowledge vom Zuhören. Das ist ganz geil. Dann sollte ich mir, glaube ich, den Rest von dem Buch nochmal geben. Für mehr passive Knowledge Gain. Und dann mit der Channel again. You have no choice but to wait for another rainy night. Oh, was mit dir? Hm, that girl said that the cultural clubs are looking for new members. She was in the drama club, but she said that she was trying to get people to join the other clubs too. Hm, I'm sure... Achso, Team... I'm sure you can find out more about it if you go to the faculty office. But you need to talk to Mr. Maruka. He'll yell at you for sure. Why does joining a club have to be so difficult? Oh, I have something to ask you. Will you listen to me? What is it? To be honest, I haven't been able to sleep lately. I'm afraid of so many things out there. But if I had some sort of charm, I could calm down, actually rest, I think. Like an angel statue or something, and get the feeling that it could protect me. Someone from the city like you should know where to get one of those, right? Of course, I repay you. Mm. How about I trade you my old good luck charm for it? It's a key. I don't know what it's a key to exactly, but it seems like it could be worth a lot. I keep an eye out. Huh? Really? Thank goodness. Well then, I leave you in your hands.
Accept the quest number 4. Acquire an angel statue. Ich habe leider noch einiges. Ich habe noch mehr Quests offen, ne? Mehr Quests. The Girl on the Rooftop sollte ich auch noch machen. Ich muss mal auf Rooftop gehen. Ich sollte rauskriegen, was das Mädchen auf dem Dach macht. Oh, da ist schon wieder eine neue Quest. Quest, 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 Quest! Excuse me, do you have a moment? I must speak to you on behalf of the Mystery Association. Or if you would prefer the Occult Club. Surely a student of your taste can appreciate the dark arts. Yeah, sure. I knew it just as it was foretold. Haha, perhaps you'd like a reading of your own. Now I'm getting carried away. Anyway, I was just about to get to the point of our little chat. Now, wasn't I? You see, I would like a really, really dark ornament for our club's room. That would be ideal, yes? After all, a lasting first impressions key. 80% of our choices are dictated by that alone. So you must journey to an old castle where you will seek out the most evil-looking demon statue you can. It should be obvious, but you will have better luck finding one if you look for a magician of sorts. I think that would satisfy our needs splendidly. So what do you think? You are capable of finding this, right? Naturally, you can expect a reward from us. Let's see, I have numerous things one might use to restore one's health. Catch my drift? I think I can find it. Ah yes, then all is as the higher being has foretold. Thank you very much, you shall be rewarded handsomely. Acquire a demon statue. Wir brauchen eine Engel und eine Dämonenstatue. Kann ja heiler werden. Gehen wir direkt hoch. I want to be a meteorologist when I get older. Want me to give you a weather forecast? Okay. I'm always right. Hier ist aber niemand auf dem Dach. Siehst du, ich soll rausfinden, was hier auf dem Dach gemacht wird. Wird nichts auf dem Dach gemacht. Wird literally nichts auf dem Dach gemacht. Also literally gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Aber ich glaube, ich bin mal kurz mir was zu trinken holen, Leute. Jetzt, wo gerade mal keine Musik kommt, wäre das, glaube ich, ein ganz guter Move. Ja, yep, viel besser. Trinken ist wichtig, Leute. Denkt dran. Trinken ist wichtig. Und Schokolade essen. Das ist auch wichtig. Und dabei nicht in dieses Papier beißen. Mom, mom, mom. So. Was machen wir jetzt heute? Audiovisuelle Ruhm. Montag war, glaube ich, keine. Aber es regnet sowieso. Also Montag ist keine Clubaktivität. Frage wäre nur noch, ob wir uns hier. Are permitted to enter because it's test week. Okay. Oh, Yukiko. Oh! Ben-kun. Goose, it's really fun. I was looking around. It's thanks to you all. Thank you for saving me. Yukiko has a fresh smile on her face, but she seems to be somewhat uncomfortable. It seems you need some sort of opportunity to become closer. Ah, guck mal, das ist der Creep. Well, the clubs are already recruiting. I guess the only club I'll be in is the Going Home Club. Both of my parents work and my grandma is stuck at home by herself. It's no fun being alone. I gotta get home as soon as I can. Hm.
Moment, Sport ist heute nicht, wa? Oh, das war der falsche. Glaube ich. Oder waren hier im Practice? Waren hier die Clubs? Das meine ich nicht. Home EC Room, ne, das meine ich auch nicht. Music Preparation Room ist empty. Die Band habe ich noch nicht gefunden. It's the Music Room. Lock to Test Week. Oh, hier ist noch eine Quest. Quest! Hey you, do you know about crystal radios? They're really not that hard to build if you have the right materials and an antenna. I made one when I was in grade school. I found it last year when I was cleaning my house. It really brought me back memories. Maybe I'll make another one. Oh hey, this is changing the subject, but would you mind listening to me for a moment? Well, I'm making another crystal radio, but I don't have all the materials I need. I don't have any Ritz wire for the antenna. Do you know what that is? I need the twisted enameled kind. I was going to cannibalize a TV for parts, but I couldn't figure out how to break it down. I thought I could get one, but I can't find one anywhere now. If you ever come across one, remember me, okay? I give you something not sold in stores in return. Okay. You sure say some weird things sometimes, but it's all good. Well, I leave you it in your hands then. I'll be waiting for the Ritz wire. It's not really sold in stores. Ritz wire. Natürlich. Science Lab. Drama Club. Och, okay. In der Testwoche oder vor der Test, die Woche vor dem Test gibt es keine Clubs. Habe ich verstanden. So wie ich das, zumindest denke ich, dass ich das verstanden habe. Das ist sogar kind of nett. So. Was machen wir dann heute? Aber wir können jetzt mal das Zeug verkaufen gehen. Hier, Central Shopping District auf jeden Fall. Und beim Schmied unsere ganzen Materialien verkaufen. Oh, das wird eine Weile dauern. Bit of the Night, Look Unplugged Television, bla bla bla. Sind neue Bücher? Ne, die Bücher habe ich alle. Achso, ne, hier wollte ich nicht rein. Das war falsch, ich wollte nicht in Velvet Room. Oh, Mary ist wieder weg. Something is different. Mary is nowhere to be found. Die Zwischenklasse hatte ich doch schon. Seafoam. Seafoam? Listen to my voice. My shouting, bellowing voice. Here I am, pouring my blood into my words, yelling at the very edge of the world. I am the little mermaid, unable to return. The little mermaid. Faded to foam. The Little Mermaid. This appears to be a poem. Her sense of poetry is difficult to comment on. Wow, did you read it? You read it, didn't you? I said no. No, it's not like that. It's not a poem. And yeah, I'm yelling at the edge of the world that is not a poem. I don't know what I'm saying. Words are just coming out. Stupid head, you jerk, can't believe this, don't read my things. Mary Brothers furiously, it would seem that Mary was the author of the poem you just read. But why is on the floor? I don't get it. Mary suddenly returns to her seat. Man muss wohl ab und zu mal hier reinlaufen. Ich könnte einen Tag mit Mary verbringen, wa? Welcome, it's raining. On drippy days like this, your heart for art tends to dull. Maybe it's because I don't see many rare materials. Increase strength. Increase magic. Increase endurance. Endurance ist, glaube ich, schon ganz geil zu verstärken. Verkaufen wir erstmal den ganzen Schmarren hier. Kann ich über alles verkaufen gehen? Light Iron, if you have that, then can just help me synergize with my art and create. Kunai has been added to the list of items for sale. Charm Rope.
12-mal Idea Paper. Holy shit. Also wir haben hier einiges ziemlich häufig bekommen. Geht auf jeden Fall noch ein dick Geld. Ich finde es gut, dass man es nicht einfach wegschmeißen muss. Okay, wieder was Neues. Survival Guard. Longsword, Lucky Coin, Golden Cloth, Eye Katana, Lion Harpy und. Achso, hier gibt's auch. Ach, ich bin ja voll, hier gibt's auch Cell Ore Materials. Es gibt doch ein Sell All Materials. So, jetzt haben wir wieder 27.000. Jetzt können wir theoretisch Armor kaufen. Kostet 15.000, macht aber auch die Defense auf 2,5-fache und erhöht die Evasion. Survival Guard. Das macht auch schon die Defense aufs Doppelte. Lion Happy. Wir kaufen jetzt mal richtig dicke Defense, würde ich sagen. Yes, one equip. Und wir Chainmail verkaufen. Survival Guard können wir Yosuke geben. Bei Weapon, Yosuke. Kunai könnte man kaufen. Hat aber kaum einen Unterschied. Das macht einen Unterschied. Das Eye-Katana. Holy shit, macht das einen Unterschied. Ich glaube, das wäre das Katana kaufen wahrscheinlich. Oder ihren. Boah, das wäre aber auch ganz geil. Ihren besseren. Was ist denn das? Fächer zu kaufen. Ich glaube, Chibo ist jetzt die am meisten daneben gehittet hat. Die hat die Hitchance von 98%, die hat am meisten daneben geschlagen. Ich glaube, ich würde meins erstmal nehmen, dann habe ich mehr Attack. Mit 98. Ja, ich würde das von mich, glaube ich, verbessern. Mutation Katana verkaufen. Ah, hier kann ich übrigens. Skills Banner, Show Info. A wrench used by a famed craftsman. Very durable. Oh, die haben noch. Longshirt, Gentleman's Task. Wristwatch, Ice Suppressor habe ich dreimal. Jetzt mal verkaufen. Medicine. Hier kann ich auch die Sachen verkaufen, okay. Eine Light Soda. Cure all aim beside downing conditions. Und das ist ein Deep of Blue Piece of Crystal. Hier gibt es auch Kristalle. Die Kristalle wollte ich, glaube ich, der Dame geben nachts. Die wollte von mir Kristalle haben. Skills Banner. Müsste dann für Yosuke sein. Der Hit Chance runter, aber der Damage geht viel höher. Ne, nicht bei Accessory, Sell. Hunting Nata verkaufen. Die 1000, die man hier für einen Nachmittag machen kann, ist einfach ziemlich lächerlich, muss ich mir ehrlich sagen. Wenn man hier arbeiten geht. Ich meine, 20% Discount today, but a lot, okay. Okay, an regnerischen Tagen gibt's hier. Reduzierte Sachen. Hier kann ich Go Home kaufen noch. Wenn ich da noch welche brauche. Vanish Spur, Fire. Okay, Go Home kann ich jetzt zumindest kriegen. Das wollte ich noch nachgucken. Weil ich mich sonst gefragt, ob ich die auch noch finden kann. Das wäre ganz schön nervig gewesen, weil du musst ja halt eigentlich jedes Mal rausgehen. Ich konnte mein Courage, glaube ich, erhöhen, indem ich hier gegessen habe, ne, an regnerischen Tagen.
Oh. So you can't of promotion today. Sign with Rainy Day Challenge, 3000 Yen, Mega Beef Bowl. If you finish this quintuple size bowl, it's free. If you're taking on this dish, will help you raise characteristics. Several characteristics. Spend time, jetzt 2022 hier nicht. Not today. Ich muss erstmal noch was verkaufen dafür. Ich würde die 3000 Yen dann doch ganz gerne ausgeben, das wusste ich nicht. Da, bei ihm. Müssen wir was verkaufen? Gentleman's Tax. Plus 50 HP, macht aber Evasion über runter. Guck mal kurz bei der Ausrüstung. So, equip. Okay, Gentleman's Tux ist komplett schlechter, was ich habe. Chainmail. Okay, ja. Quatsch. Gentleman's Tux wird verkauft. Auch kein Schwein von uns. Gentleman's Tux, yes. Weg damit. Und damit können wir nämlich. Wir sind zwar fast blank, nachdem wir 20.000 hatten. Aber wir können das 3000er Essen machen. Und gucken, ob wir das schaffen, beziehungsweise ob wir einfach unsere Charakteristika damit erhöhen. Yes, spend time here. Wahrscheinlich werden wir es nicht schaffen. Accepted the Rainy Day Special Mega Beef Bowl Challenge. You still can't see the rice. You begin to suspect that your bowl is a portal to the meat dimension. The amount of meat containment within this bowl is truly staggering. In order to finish this bowl, you must have understanding of your limits, knowledge to control your pace, courage to face this unrelenting tide of beef, and the diligence to preserve against this colossal challenge. All these traits are necessary to master the Rainy Day Special Mega Beef Bowl Challenge. You are unable to finish your meal in your current state. Aber ich sollte trotzdem damit was erhöhen, oder? You tried your best to finish the Rainy Day Special Mega Beef Bowl Challenge, and your personality has grown tremendously. Knowledge has increased, courage has increased, diligence has increased. Ah ja, too bad, Mister. That'll be 3000 yen. Come back soon. Thank you. Ah ja, I heard about you from my daughter. So you are a transfer student. My daughter said you are cool. Her name is Aika. Unfortunately, she's out right now on a delivery. After finishing your meal, you went home. Ich will mehr Schoki essen. Oh, an Inaba Credit Union ATM to the north of town was destroyed today by an earth mover, and all cash inside was stolen. What? The vehicle, which was abandoned at the scene, had been reported stolen by a local contractor. Since the culprit was able to act quickly before the security guards arrived on the scene, the police have... Dad's late. Muss der Vater also wieder mal was machen, weil jetzt wurde ein Geldautomaten zerlegt. Geil. Hello, Dad? Yeah, I'm okay. Yeah. Yeah. Okay. Aww. Alright. Aww. He said to give you the phone. He can't take those days off. What? Aww, I'm a Nanako. Hello. Sorry, but I'm gonna be late tonight. Make sure you lock up before you go to sleep. And about that time off on the 4th and the 5th, one of the younger guys got sick. And, well, that case he's handling... We can't just let it sit. Looks like I'm the only one who can take over for him. Oh man. That sucks. Poor Nanako. Sorry to spring this on you all of a sudden. How's Nanako holding up? Would you mind comforting her for me? Thanks. Alright then. See ya. Ich krümel hier mit Schokolade rum. Nicht so gut. Na toll.
Sonako went back to her room. You recall that there is a test on Monday next week. Study. Wir speichern das mal wieder. Kann ich auch zu Nanako gehen? Ne, sind wir zu mir hoch, ne? Ja, arme Nanako. Moment, regnet es aber jetzt noch? Regnet nicht mehr, oder? Gibt's hier was zu essen eigentlich? Right a pickle in a plastic bag? Nee. Ich will keine sauren Gurken, die irgendwie getrocknet sind, aus dem Plastiktüte essen. Wir wollten unsere Edelsteine vorbeibringen bei der Dame hier abends. Let's go. Unterhalte ich irgendwie jedes Mal, wenn ich hier vorbeilaufe. So. Oh my, you've come again. Didn't I tell you no already? This isn't a place for someone like you. Hurry on home. Of course, if you are willing to supply me with the gems, that would be a different story entirely. Hm? Wait a second. What's that? You seem to have something quite impressive with you. Those beautiful shiny stones, of course. Won't you trade them with me? Item exchange. Oh, hier kriege ich einen Fan zum Beispiel. Aber 45, 85 ist nicht so geil. Duchess. Festival-Fan. 80, 90 ist ganz geil. Ich kann hier Waffen gegen die Dinger tauschen. Loose Socks. Bowling Pin. 99er Hitchhands. Das ist noch plus 40 SP. Autosukukaya. Light, easy to use and makes a nice sound when knocked over. A wrench used by. Achso, wir haben 40 SP Skill Spanner. Glaube ich, keine sinnvollen. Spiked Bat können wir kaufen. Für 5 Iolite. Aber wir haben halt Ai Katana, was viel, viel besser ist. Critical Rate up low. A must have for old school fights. Its power is. Tried and true. Mit plus 3 Agility bei dem, was wir jetzt haben. Okay, hier können wir also, wenn wir irgendwann noch mehr gesammelt haben, gegen gute Waffen tauschen. Vor allem Waffen. Dann ist vielleicht Waffen kaufen gar nicht so eine gute Idee. Sondern es wäre eher sinnvoll, wahrscheinlich dann die Waffen dort einzutauschen. Auch wenn es unterschiedliche Waffen sind, die man von beiden Seiten kriegt. Ich wusste aber nicht, dass die beiden da auch Waffen verkauft. Ist auch mir irgendwie nicht klar, warum sie Waffen verkauft. Also ergibt für mich wenig Sinn. Studied at home. Went to bed. Spent with Sports Club? Wo kann ich denn einen Sports Club finden? Oh, guck mal. Da kann ich einen Sports Club finden. Hey. It's rare to see you out this late. Me, I'm on my way home. I was talking with Daisuke until just a moment ago. If you're bored, you wanna hang out for a bit? Ku seems bored, he might appreciate it if you talk with him. Should you spend the evening with Ku? Let's go. Alright. That's what I'm talking about. I like how you roll. Ku seems happy. Dann können wir noch mehr, vielleicht Social Skill noch mehr verbessern. Hey! You know, I wonder what's going on with those murders. I haven't heard any news about them in a while. I still can't believe it. Well, I mean, murders happen every day all across the country, but our local news usually consists of stuff like a lost cat. To jump from that to murder, that's a big difference. Did they find the cat? Did they find the cat? Yeah. Yeah, they found him. You're more worried about that? You're kinda missing a few screws, huh? I like that about you. Who is impressed? Oh yeah, did you hear about this? There's a school near here that got its volleyball team into the prefectural tournament. Things got crazy, it was like everybody was just partying over it. When I was a kid, one of my drawings got picked for some prefectural art competition, and it was like that too. You made small talk with Ku. You feel your relationship with Ku has grown deeper. Ku is going to become closer soon.
Ouch, I'm really pushing my luck with the time here. I should head home. Hey, you want this? I bought more than I could handle. Mini Cornet from Ku. Take care on your way home. Wir haben jetzt zu essen bekommen von ihm. Cool. Be careful going home. Würde ich vermuten. Mhm. Today is Constitution Day, so you have the day off from school. You wonder when it's all... When it all rain at night. Ach, when it will rain at night. Oh, morning. Oh, gee. Came to see you. Oh, cool. You're home. Ja, klar. Warum nicht? Hey, if you're free today, want to go somewhere? Yukiko's coming too. How about you, Nanako-chan? Want to come? Das hört sich sinnvoll an. Dann können wir mit Nanako was unternehmen. Come with us. Das wird lustig. I can come? Klar. Of course you can. Yes, you decided to take Nanako out along with Chie and the others. Wenn schon der Vater nicht kann, sollten wir das übernehmen. Damit sie wenigstens ein bisschen schöne Zeit hat, wenn hier freie Tage sind. Oh, und wir gehen sogar zu Junes, aber sie wollte doch sowieso hin. You met up with Yosuke, who's still on the clock, and Yukiko, who finished her work back at the inn. Yosuke arbeitet noch. Why don't you bring poor Nanako-chan to a place like this on Golden Week? Where else is there to go? I love Junes. Nanako-chan. Wisst ihr? But we're supposed to go on a real trip somewhere. Ja. We're going to make boxed lunches. Ja, das wow. ist die. You can make boxed lunches, Nanako-chan? Oh, sie sieht ja ganz anders aus mit ihrem privaten Outfit. Oh, so you're the family cook? Pretty impressive. Big bro. Big bro. Ja, wir verhalten uns ein bisschen wie ein großer Bruder, das stimmt. Whoa, you can cook? Well, you do seem to be great with your hands. Oh, die Sprüche. I'm a pretty good cook too, you know. Probably. If you'd asked, I would have whipped up some boxed lunches. Easy as pie. Yeah. Ja, dann machen wir das doch morgen und wir gehen alle raus zusammen. Let me think about no. What makes you think I can't cook? Let's have a cook-off and see for ourselves. My, doth the lady protest too much? And hey, I never said I cooked. But I have this weird feeling like I'd win anyway. I can understand that. Wow, ey. What the? Yukiko! Sie fällt ihr einfach in den Rücken, ey. Here, Nanako-chan can be our judge. I bet we'll make something that ranks up there with your mom's cooking, Nanako-chan. Was ist denn, Xan? Und mit your mom's cooking? Nanako hat doch ewig ihre Mutter nicht gesehen, wenn überhaupt sie irgendwann mal gesehen hat. I don't have a mom. Ja, genau. She died in an accident. Hey, Yosuke! I see. Das war ein Fettnäpfchen. Sorry, I didn't know. It's okay. Even if I don't have a mom, I have dad with me. Es ist schon ein bisschen traurig und süß gleichzeitig, dass kleine Kinder, egal wie scheiße ihre Eltern sind, immer zu ihren Eltern halten. Das ist so krass. And now I have a brother too. Und das ist cute. And I'm having a lot of fun today. I love Junes. Yeah? That's good. Sie sollte das Maskottchen von Junes werden, glaube ich. We'll play with you anytime you want, Nanako-chan. Oh, das ist ein Versprechen, yeah, da muss man aufpassen. Hang out more often. Come on, Nanako-chan. Let's go get a soda. Okay. She's a strong girl. Mhm. Yeah, she makes me feel like I'm the little kid here. Schön fett reingetreten, ja. That's it. I'm gonna go get something for Nanako-chan, too!
machen sie ja alle jetzt Geschenke. Und wir sitzen hier rum und warten darauf, dass sie wiederkommen, oder was? Do you want something too? Nanako gives you a carefree smile. You feel a faint bond performing between you. Oh, sie ist auch ein Social Link. Halt mir schief und bleib diese Augen. Social Link. Ich wusste nicht, dass Nanako ein Social Link ist, aber klar. Aber welcher denn? Though art I, and I am thou. Thou hast established a new bond. It brings thee closer to the truth. Thou shalt be blessed when creating personas of the Justice Arcana. Die ist... Nanako ist der Justice Link? You have established the Nanako Dojima Social Link of the Justice Arcana. You may earn an XP bonus for Justice. Das ist so nice. Wanna share some Takoyaki? Klar, also immer Takoyaki ist. You had a fun with Nanako and your friends. Evening. So, heute können wir aber... Heute sind wir nicht... Erstmal speichern wir. Takoyaki? Nee, ich weiß nicht, was Takoyaki ist. Wir können mal kurz... Dabei habe ich da sowas offen hier. Takoyaki. Ups. Ohne Plus. Was ist denn das? Ach, das sind diese typischen Bällchen. Aber was ist denn? Sind das Reisbällchen? Nee. Takoyaki. Das ist nicht so eine Art Klöße? Tintenfisch. Tintenfisch? Okay, da bin ich raus. Aus Kansai in einem pflaumengroßen Teilkugel wird ein Stück Oktopusarm eingelassen. Okay, die Teilkugel bin ich dabei. Wenn wir den Oktopusarm mit irgendwas anderem ersetzen, klingt das geil. Aber Oktopusarm... Nee. Also irgendwas, was nicht mit Oktopusarm ist und ist das. Und ich kann es verstehen. Dass das geil ist. So, es regnet heute nicht, ne? Und da wir nicht erschöpft sind, würde ich wahrscheinlich nochmal ein Kapitel lesen. Von hier Expert Study Methods. Oktopus ist so zäh, nicht mein Fall. So, Chapter 2, yes. Damit wir passiv Knowledge kriegen können. You decide to continue reading Expert Study Methods. The book contains tips on how to concentrate during class. Ja, okay. I really do wonder, really, is it... Okay. There's still some pages left. Decide to save them for the next time. Aber wir kriegen, glaube ich, kein Knowledge dafür von ihm. Wir kriegen dann nur passiv Knowledge, wenn wir im Unterricht sitzen, wenn wir das gelesen haben. Today is Nature Day, so you have the day off from school. You wonder when it will rain again. What should you do today? Da kommt bestimmt jetzt auch wieder ein Anruf. Ja, sag ich doch. Hey, it's me. It's me. It might be kind of weird to ask after we hung out yesterday, but do you wanna hang out today? I see if I can find someone else to come along with us. Will ich nochmal mit Yosuke rumhängen oder nicht? Könnte auch was anderes machen. Ich glaube, von ihm habe ich einen relativ guten... Ach nee, Yosuke haben nur Social Link Rank 2. Persona with an Affinity of Magic... For the Magician Arcana, the Persona's Talent and Techniques. You can see the power of the Persona Magician. Pixie, Ottobosch, Jack Frost, Huapo. Ah, Jack Frost ist auch Magician, na, da will ich schon sagen. Aber Jack Frost ist, glaube ich, was ich behalten will, hot pushen will. Why don't you bring Nanako-chan with you? Let's hang all together. Okay, na gut, mit Nanako-chan, da bin ich dabei. Das hätte ich direkt sagen sollen. Dass wir Nanako-chan auch mitbringen sollen. June's Electronics Department. Oh, der Spott ist auch dabei. Sure, lass es gehen. The first thing out of her mouth when I asked where she wanted to go was Juness! Who could blame her? This place has everything. It's like a storehouse of magic.
I can see why she likes it anyway. Isn't she cute? I have a younger sister too. I wish she was cute like Nanako-chan. I'm not cute. Oh, did I hurt your feelings? Don't worry, you're not cute. What? Huh? Wow. That's going kinda far. Hey! Are you stupid or something? Yeah, he's pretty dumb. That's his Daisuke, I know. Don't flatter me like that. I don't think he is. Big bro, the TV is huge. Oh, and wir sitzen. Feel like if I watch sports on a TV like this, I get sucked into the screen. Aber wir können theoretisch alle mit reinnehmen, ne? Come on. Like that could happen. It promised to be an entertaining day. You feel your relationship with Yosuke is going to become closer soon. You feel your relationship with Nanako is going to become closer soon. You feel your relationship with Yosuke is becoming closer soon. Ja, alles. Alles. Alles closer. Können wir nochmal lesen. Dann sind wir durch mit dem Lesen. Oder abends rausgehen. Wir gehen nicht abends raus. Wir lesen mal das Buch zu Ende. Das Expert Study Methods. Ich glaube nicht, dass da was Sinnvolles drinsteht. Ja, we continue, concentrate, bla bla bla, reading, you have finished reading Expert Study Methods. You feel as if your knowledge will increase faster when studying at your desk or in the library. So, das sollte hoffentlich sinnvolle Zeit gewesen sein, die zu spenden. You have no plans today. You decide to go somewhere you don't usually go. First, Yozo Inaba Station, Shopping District Shrine, June's Grocery Department. June's Grocery Department. You decide to go to June's Grocery Department. Da gehen wir nämlich normalerweise auch nicht hin. Wir gehen in den Elektronik Department oder in den Essenbereich. There's nothing you really need. Buy a snack. Einfach fast kein Geld mehr, ne? We decide to buy tatalongs. We decide to go to the shrine in the shopping district on the way back. Tain Dingens. Das, was ich gerade vorgelesen habe. So, sind wir am Schrein. There's no one on the premise. The dusty shrine doesn't seem to be well maintained. We decide to go home. Toller Schrein. You sense someone watching you. Strange Anime. Füchschen! Guck mal, klar, es gibt einen Fuchs. Mit. Der Fuchs sieht ganz schön zerrissen aus und hat da für mich irgendwie einen bisschen männlichen Anschein. Aber das Lätzchen passt so gar nicht dazu. A mysterious fox suddenly appears before you. Does it live in the shrine? Fuchs, ja. At the shrine? The fox is staring at you. You notice an Emma plaque in its mouth. Fuchs, ja. Und er bringt uns sogar was. Mysterious Fox nudges the Emma into your hand. It reads, please help Grandpa's legs get better, Cater. The Emma has someone wish written on it. Why did the fox give this to you? Upon closer inspection, you notice an unusually shaped leaf stuck on the back of the Emma. You don't recognize this leaf from the local plant life. Is this also the work of the mysterious fox? Oh, not every day you see young'uns like you around here. Nobody lives here anymore. I come by to tidy things up once in a while, but lately my necks are so achy I just can't do it. I've been trying to get this place up to snuff, but there just isn't enough money to go around. Well, I suppose I'll pay my respects. If my legs don't heal, I can't maintain the shrine. That and I won't be able to visit Cater anymore. He's my grandson, you know. I wonder if it could be the same Cater who wrote the Emma. The Emma said, please help Grandpa's legs get better. What that you got in your hand there? Could it be that leaf? That's it! Way back when my grandmother always used to say a leaf shaped like that was the best kind of ache remedy out there. Ah, what memories. But how'd you get your hands on this? I didn't think you could find those in the mountains anymore. Please, young man, can I trouble you to spare me that leaf? You gave the
old man the leaf that was stuck to the back of the hammer. Oh, this is it now, let's see here. The old man stuck the leaf onto his leg. Oh, I can feel it, it's working. Amazing, the pain I've been feeling for who knows how long, it just up and vanished. Why, I feel better than I have in years. You really helped me out, young man. I'm so grateful now I can go visit my grandson. I'd better pay thanks to the shrine for bringing us together like this. Alle schnell plötzliches! You marvel at the amazing results. Not only did it heal his aches, it even restored his vitality. The fox looks on from his hiding place with a contented expression. It seems to understand that the wish on the Emma has been granted. The fox is peering through the effort 40 box as if to check the contents. It even seems to understand that the shrine has received an offering. Perhaps you were given the Emma with the leaf for that express purpose. Yep. Es Fuchs ist süß. It seems it has taken a liking to you. It has a mouthful of the same leaf as the one you gave to the old man. It seems the fox has a large stock of mysterious leaves with healing powers. Yep. The fox is looking up mirthfully. Is there something it wants from you? You cannot help but think how strange an encounter this is, as you realize a fox is showing you a pile of leaves. You feel a faint bond form between you and the fox. Social Link mit dem Fuchs. Das wäre so ein linkes Spiel. Du musst halt erst mal 15 Stunden spielen, um da hinzukommen. Thou art I, and I am thou. Thou hast established a new bond that brings thee closer to the truth. Thou shalt be blessed when creating persons of the Hermit Arcana. Ach, er ist der Einsiedler. Klar. You have established the Fox Social Link of the Hermit Arcana. You may earn XP bonus infusing Persona from the Hermit Arcana. When does it find such amazing leaves? Where does it find? You reflect on how useful it would be to have this kind of help while searching the other side. Yep! Kriegen wir jetzt einen Fuchs als Partymitglied? Warum eigentlich immer ein Klang und niemals zwei Klang? Moment, wo war jetzt Einklang? Does understand your thoughts. The fox gestures toward the FOT box. Is offering its service for a price? Yep! It seems the mysterious fox has agreed to aid you in your search. However, it appears that it will require a fee for its cooperation. Returned the Emma to the shrine and went home. Okay, ich muss einfach mal Geld sammeln, um uns den Fuchs als Partymitglied zu erkaufen. Stimmt, kostet wieder 50.000 oder sowas. It's getting late. You decide to go home. Ich muss mal off-stream Farming Sessions machen hier irgendwie. The prime suspect in yesterday's ATM robbery in northern Inaba was arrested earlier today. The alleged thief is Pomena Sushin, a 26-year-old former employee of the company which reported the stolen vehicle. According to the police investigation, Pomena Sushin was... I'm home. Woo, Daddy's home. Ugh, how many days is he gonna call in sick? These rookies lately sure are. Moment, in dem Moment, wo der Banküberfall ist, ist sein Assistent krank? Das ist ja ein merkwürdiger Zufall. Welcome back. Nanako. I'm sorry I broke my promise again. My big bro and his friends played with me instead. I see. Thanks. Oh, that's a Juness bag. What's in it? Good eye. Well, today is Children's Day. Am 5.5. ist bei denen Kindertag? So I brought you a present. Das irritiert mich ja. Ein Juness T-Shirt. It took me a while to decide what to get you. You like it?
Yay! Übrigens, Klang, es gibt auch Zweiklang. Zweiklang bedeutet aber, dass es halt Einklang bedeutet hat, dass was den gleichen Klang gibt und man deswegen sich versteht. Und Zweiklang wäre, man versteht sich halt nicht und macht zwei unterschiedliche Töne. I got you one too. Not that you're still a child or anything, but fair is fair. Hey, wir kriegen auch ein neues T-Shirt. Cool. Oder ne, eine Hose, wa? Eine Badehose. Ja, Badehose. Thank you. Don't mention it. I thought you might need one soon. Warum brauchen wir eine Badehose? Let's eat. Okay. Moment, wofür brauchen wir eine Badehose? Das war irgendwie noch nicht drin, dass wir irgendwie baden gehen müssen. You spend a pleasant evening with the Dojimas. Okay, rauskommen tun wir heute wieder nicht, weil der will nicht, dass wir abends rausgehen. Dann würde ich mal sagen, wir studieren im Zimmer und sollten jetzt ein bisschen mehr Knowledge kriegen. Wir müssen ja unsere Knowledge of Expert kriegen. Damit wir... If you get a good score on the test, you may become well known among your classmates and be more popular. Do you want to study? Yes. You decided to study. Your knowledge has increased. Since you had a complete read expert study method, you were able to study more efficiently. Your knowledge has increased. Oh, jetzt gehen wir mal wo ganz anders lang. Bom. Yo! Der fährt aber sehr langsam Fahrrad. Damn it, I just fixed this thing. It's making squeaking sounds again. Maybe it's karma. It sure is noisy. Huh? Yeah. Hey, by the way, I'm sorry about the other day. You know, about what I said to Nanako-chan. After hanging out with Nanako-chan, I feel even stronger that we have to solve this case. Yep, müssen wir. Thanks, we do our best. I'm counting on you. Thanks. Yeah, let's give it all we got. You know, Chi and Yukiko seem different lately. They're a lot closer. Ich finde es ziemlich wichtig, bei Leuten zu bedanken, die sagen, sie wollen wirklich sich reinhängen. Oh yeah, I was just curious, but are you... never mind, you know, if we keep chatting, we're gonna be late. Wollte jetzt fragen... Man, school's such a chore. And now my bike's messed up too. Wollte er jetzt wirklich fragen, ob wir irgendwie mit Chie oder Yukiko was am Laufen haben? The roads are much wider here than in the city, so I keep speeding. I guess that did it. Oh well. Until I get my motorcycle license, I'll just have to walk. Er wird sich... Moment, will er sich wirklich einen... Der will sich ein Moped kaufen. What's up? Hey, you have anything going on? If you're free this afternoon, can you come with me? There's some place I want to go. Think about it, okay? Maybe you should hang out with Yosuke after school. Ja, warum nicht? Oh, jetzt kommen sie alle und wollen was von uns. Yo! What you doing? Hey, if you have time after school, hang out with me, okay? When I'm not busy after school, you can usually find me hanging out on the roof. Think about it. Oh, sie ist das Mädchen auf dem... Oh! Dann müssen wir mit Chie machen. Wir haben dafür noch eine Quest. Das Mädchen auf dem Dach. Dann müssen wir wohl aufs Dach. Tut mir leid, Yosuke. Wir müssen aufs Dach. Why do the holidays have to end so fast? 3 Tage frei, weißt du, Holidays nennen die das. At least they were peaceful. I listened in on the housewives gossiping at Juness, but it doesn't seem like anything happened. And I haven't heard anything about someone disappearing suddenly either. You think Yukiko could have been the last of the victims? Nee, das wird nicht passieren. Sonst würde das Spiel nicht weitergehen. I doubt this is over. I don't know. But we shouldn't relax as long as the culprit remains at large. I wonder, will someone show up on TV again if it rains? If we only knew a little more about who the killer might be. Eh, it's no good fretting over it now. If someone does show up on the Midnight Channel, then we'll deal with it. Das stimmt, aber auf der anderen Seite, der Anlass, warum vorher Leute, glaube ich, getötet wurden, war, nee. Doch, es waren ziemlich stressige oder... schwierige Situation im Leben von jemandem, der hier war. Und das hat dann so ein bisschen eine Kettenreaktion ausgelöst. Und jetzt haben wir ja die letzte mit Yukiko, die so gestresst war, erstmal rausgeholt.
mit dem man wirklich zu tun hatte. It's supposed to start raining soon, but I hope this weather holds through next week. You know, midterms. Ah, stimmt, das ist natürlich scheiße, wenn wir dann Examen haben und dann auch noch die Leute da rausholen müssen. You had to go and bring that up. I don't want to think about it. I wish I had Yukiko's gift for studying. Hey Yosuke, why don't you have Yukiko go over some of the material with you? Hmm? Oh, that's right. Yukiko's ranked at the top on every exam. Maybe I should ask her for some private lessons. Können wir einfach nicht zu viert studieren? Und dann kann Yukiko uns allen ein bisschen was beibringen? Private lessons? Aber die versteht es im Letzten falsch wieder. Oh, Yukiko. Huh? What's wrong? Ow! What was that for? I'm just asking you to help me study. Oh, I'm sorry. You were talking about studying. Hä, hast du nicht zugehört, Yukiko? I thought it might have been an off-color joke. Arian has had some strange visitors lately. If you thought it was a joke, then just shrug it off. Sorry, my hand moved without thinking. Ach, Yukiko, komm klar. Thanks a lot, Chie, for bringing up the whole studying thing. What did I do? Du hast es vorgeschlagen. You're the one who made it sound creepy and wrong. Private lessons, huh? What? Then it's mostly my fault? Jetzt streiten die schon wieder. I should start heading home. Da habe ich aber auch keinen Bock, ey, wenn die jetzt sich zwei streiten, da bleibt zu bleiben. Da will ich auch abhauen. Und jetzt kriegen wir dann noch von dem anderen eine drauf, wenn wir hier mit dem jeweils gegenüber rumhängen.